Sehr geehrter Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen, wir haben das ja schon in der ersten Lesung hier gehabt und schon im Ausschuss beraten. Dieser Gesetzentwurf geht in die richtige Richtung. Da sind Verbesserungen drin, die nötig sind. Der Kollege Klaus Stöttner hat auch gerade die Sachen rausgestellt, was in die richtige Richtung geht. Wir werden uns trotzdem enthalten, weil einige Dinge fehlen, die sehr wichtig waren und weil man das wesentlich klarer und einfacher regeln kann, wenn man den wollen würde und wenn man auch bereit wäre, dafür die entsprechenden Mittel zur Verfügung zu stellen. Und lieber Klaus, du hast gerade gesagt und getönt, ihr steht ja an der Seite der bayerischen Kommunen und der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Ja, da muss ich schon ein bisschen lachen, weil ich meine, wenn ich bin auch viel unterwegs, wie du auch, und wenn man so redet mit den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern, von denen ja leider noch nicht so arg viel Grüne sind, das gebe ich zu, sondern es sind dann oft auch CSU-Kolleginnen und Kollegen oder auch Freie Wähler. Genau, ja, ja. Manfred habe ich schon dabei, ja, auch, ja, sind sie alle nicht immer ganz so glücklich, zum Beispiel, wenn man sich allein anschaut, jetzt wenn wir beim Verkehrsbereich sind, wie das mit den ÖPNV-Zuweisungen ist, da ist nämlich der Anteil der ÖPNV-Zuweisungen, die die Kommunen vom Staat kriegen, um die Öffi-Gestehungskosten zu decken, der schrumpft dahin und wird immer kleiner und kleiner und kleiner, weil sie im Staatshaushalt über denselben Betrag drin haben, jetzt schon seit ein paar Jahren. Da fehlt es einfach an Bereitschaft, mehr Geld in Tanz nehmen, dass die Verkehrswende vorangeht, und das wissen die Bürgerinnen und Bürger, Bürgermeisterinnen und Bürgermeister in ganz Bayern sehr genau und sagen uns das zumindest auch. Ich weiß nicht, warum sie das eigentlich nicht sagen. Aber kommen wir zum eigentlichen Thema. Das habe ich jetzt bloß loswerden müssen, weil du so getönt hast. Kommen wir mal zum eigentlichen Thema, nämlich ein Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz und ein bayerisches ÖPNV-Gesetz. Ja, also wie gesagt, da sind Verbesserungen drin. Ihr habt jetzt da die Straßenbahnen mit der eigenständigen Fahrbahn mit drin. Das ist wunderbar. Aber es fehlen halt ganz wichtige Sachen, die der Bund jetzt geregelt hat, wo der Bund aufgenommen hat in das Bundesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz und wo es halt naheliegend wäre, auf bayerischer Ebene gleichzuziehen. Was ihr nicht aufgenommen habt, das sind Themen, die in Bayern wirklich wichtig sind und die in Bayern im ganzen Land brennen. Zum Beispiel die Reaktivierung von Bahnstrecken. Zum Beispiel die Elektrifizierung von Bahnstrecken. Zum Beispiel die Grunderneuerung. Und ich meine, da haben wir einen riesen Bedarf hier. Allein wenn wir hier schauen in der Landeshauptstadt München, hier die Verkehrsgesellschaft, die MVG, da ist natürlich die U-Bahn zum Beispiel in die Jahre gekommen. Wenn wir allein die U-Bahn rausgreifen, da steht eine Milliarde Grunderneuerung an, weil halt die Gleisanlagen ausgewechselt werden müssen. Das ist teuer. Das kann die Landeshauptstadt München allein nicht zahlen. Und da gibt es jetzt zum Glück die Kofinanzierung vom Bund, hat ja sogar noch die alte Regierung beschlossen. Ja, gut in dem Punkt ausnahmsweise gemacht. Aber wo fällt jetzt die Kofinanzierung vom Freistaat Bayern? Da sagt sie, ja, das ist ja irgendwo in die FAG-Mittel drin, ja, irgendwo versteckt, aber intransparent und nicht klar. Und das ist ein Grundproblem, dass ihr nur einen Teil der neuen Fördertatbestände des Bundes GVFG übernommen habt in euren Gesetzentwurf und die wichtigen weiteren Fördertatbestände, die beim Bundes GVFG vorgesehen sind, die habt ihr nicht drin. Und das ist ein großer Fehler in eurem bayerischen Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzentwurf. Und ja, habe ich ja gerade aufgezählt, Reaktivierung, Elektrifizierung, Grunderneuerung, das sind die wichtigen, großen Kostenfaktoren, die wir in Bayern brauchen, und die habt ihr nicht als Komplementärfinanzierung mit drin. Das ist sehr schade. Damit werden die Kommunen wieder alleingelassen, beziehungsweise müssen wieder verhandeln einzeln, und man fragt sich dann, wer kriegt jetzt da einen Zuschlag, wer kriegt wie viel Prozent. Das ist einfach nicht klar und einfach geregelt. Und ich kann euch mal sagen, wie man das gut regeln kann. Gut geregelt ist das zum Beispiel in Baden-Württemberg, und zwar schon seit 3 Jahren. Dort gibt es auch ein Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, genauso wie unseres, aber das ist einfach klar und übersichtlich für die Kommunen. Da ist es nämlich ja so, dass das, was der Bund nicht übernimmt, wird zumindest zur Hälfte vom Land finanziert. Da gibt es, je nachdem, um was für einen Fördertatbestand es gibt, klare Fördersätze. Die sind genau festgelegt. Und da das natürlich, wenn man sie festlegt, ordentlich ins Geld geht, hat das Land schon Baden-Württemberg schon 2020 320 Millionen Euro in den Haushalt bereitgestellt pro Jahr als Komplementärförderung zum Fördermitteln aus dem Bund. Und in Bayern ist das nicht so, sondern da ist dann eine Einzelverhandlung und dann irgendwie FAG und schauen wir mal und weiß ich nicht. Und das ist für die Kommunen intransparent und schwierig, damit die Verkehrswende voranzubringen. Deswegen macht es doch gleich so, gleich gescheit, wie es in Baden-Württemberg auch der Fall ist, klare Fördersätze für die einzelnen Fördertatbestände, und zwar für alle, und nehmt die entsprechenden Finanzmittel in die Hand. Ich meine, es geht im Endeffekt ja um die Fortführung der weggefallenen Entflechtungsmittel,
da hat Baden-Württemberg massiv aufgestockt und ist eben heute bei 320 Millionen Euro, das kleinere Baden-Württemberg. Wo sind wir in Bayern? Was haben wir als Ersatz für den Entflechtungsmittel? Das ist der Punkt in den FAG-Mitteln mit drin für den ÖPNV und das sind vergleichsweise kleine 76 Millionen Euro. 76 Millionen Euro und zwar seit Jahren unveränderlich, seit die Entflechtungsmittel 2019 ausgelaufen sind. Und dabei wissen wir ja, wie sehr die Kosten in allen Bereichen gestiegen sind. Beim Straßenbau, da fährt das Geld fuhrerweise beim Scheinerdielen aus, da kennt ihr es auch, also Fuder fürs Protokoll, übrigens danke ans Protokoll, dass ihr mein Bayerisch immer so schief versteht und übertragt es, ja. Da geht's, kennt ihr es beim Straßenbau, da geht das Geld gerade so aus, jetzt nur mehr 100 Millionen mehr und bei den Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzbereichen, da fällt es nachher hinten umfahren, genauso bei den ÖPNV-Zuweisungen und den anderen Bereichen. So kommen wir nicht voran, deswegen, wir enthalten uns jetzt da, weil ja zumindest positive Aspekte drin ist, aber die Blaupause, wie man es eigentlich richtig macht oder die grüne Pause davon, die könnt ihr euch in Baden-Württemberg abholen, nämlich da kann man sehen, wie man Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz auf Landesebene richtig macht, so dass es vorwärts geht mit der Verkehrswende. Vielen Dank.